So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars Republic Commando. So, in der letzten Folge haben wir Geonosis besiegt quasi. Naja, Geonosis nicht besiegt, aber wir haben das Föderationsschiff in die Luft gejagt. Und jetzt, ja, jetzt geht es weiter. Nächste Kampagne, und zwar geht es um eine Venator-Klasse. Ein verlorenes Schiff irgendwo, nirgendwo, niemand weiß, mit der Besetzung ist. Deswegen ist der Delta Squad hier, um das herauszufinden. Los geht's. Ja, jedes Mitglied des Delta Teams wurde zu einem der vier Datenkerne geschickt, um wichtige Informationen sicherzustellen. Ihr Primärziel ist der Flugschreiber des Datenkerns Achtern. Stoßen Sie anschließend zu Ihrem Team. Wir holen Sie dann ab. Darüber hinaus werden Sie Ihre Leute nach Bedarf bei der Ausführung Ihrer Befehle unterstützen. 07 hat Befehl, die Logdateien des Datenkerns auf Steuerbord zu sichern. Delta 40 kümmert sich um den Datenkern auf Backbord. Ihr Frachtlisten und... So, und jetzt lebt doch noch jemand da drin und zündet die Antriebe und jetzt sind wir so, Arsch, das ist verbrannt. Oh, Ausgang? Ja, zum Reparieren natürlich. Ich höre nur Rauschen, Boss. 6-2 Ende. Negativ, okay. Teamleader. 4-0 Ende. Ich wüsste gerne, was da los ist. Alles kaputt. Das ist nicht wichtig, oder, Sir? Stimmt, 4-0. Sobald die Leitung wieder steht, wird er sich wieder melden. Wir müssen bis dahin ein paar Daten besorgen. Ausschwärmen, Deltas. So. Und zwar ist die Venator-Klasse, es ist wohl die Klasse der Deltas gewesen, wohl das erste Schiff gewesen, worauf die jahrelang oder ein Jahr lang ihre Mission gemacht haben. Ja, und nun wird sie vermisst. Wir haben sie gefunden und sollen nun die Daten sammeln, damit wir Daten sammeln. So. Aha, das kann man also. Man schiebt den Antrieb einfach beiseite und schwuppdiwupp, die knallt die Waldi, ist der weg. Ja. Antrieb. Meinox im Torpedolager. Erteilen wir unseren diebischen Freunden eine Lektion in Sachen Disziplin. Deltas, Statusbericht. Vitaldaten? 407. Ich hab nichts. Hier, Delta 40, noch keine Vitaldaten. Das sind aber nur die Schrottfresser. Das ist ja nicht so schlimm. Erbärmlich. Wenn sich das Ungeziefer weiter durch die Leitungen frisst, ist das Schiff bald nur noch ein Haufen Schrott. Die Schrottsammler des Alls, Mynox. Eklige, hässliche Mynox. 462, ich habe ein paar Interferenzen auf meinem Visor. Jetzt sind sie weg. Seltsam. Ah, nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Nehmen wir nicht. Das ist voll. So. Es gibt übrigens ein Buch von Star Wars. Und zwar geht es... Halt doch mal die Klappe, ich unterhalte mich gerade. 6-2, Delta 6-2, hören Sie mich? Bitte melden. Hau ab, du verdammter Blechhaufen! 6-2. Blechhaufen? Und zwar geht es um ein Sternzerstörer. Ich habe 6-2 verloren. Ist jemand in der Nähe, um nach ihm zu sehen? Bitte melden. Negativ, Sir. Ich muss aufpassen, Sir. Sternzerstörer. Wie konnte ich mein Nachtsichtgerät nochmal anmachen? Wie wird das denn auch gleich? Upsi, pupsi. T, R, Z, V, I, O, P. Wieso? Also ich würde jetzt Nachtsichtgerät vermuten auf N. Nachtsichtgerät. Was war das? Taktischer Modus. Auf X. Macht Sinn. So, und zwar geht es darum, mein Sternzerstörer, der vermisst im All rumfliegt oder treibt. Was? Und diesen Sternzerstörer gibt es noch Sturmtruppen, die allerdings alle Zombies sind. Ziemlich geile Story bestimmt. Ich habe es selber noch nicht gelesen. Aber ich weiß nicht, Star Wars und Zombies passt da zusammen? Ja, es hat es tatsächlich schon mal gegeben in Star Wars The Clone Wars. Und zwar gab es da den Geonosis-Wurm, der dann bei den Geonosianern, da ist ein Mynok, im Gehirn rumwühlt und alle dann zu Zombies gemacht hat. Hey, ein Kommando. Gott sei Dank. Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Ich wollte gerade die Wartungsschächte scannen, als ich Blasterschüsse hörte. Ich bin sofort losgelaufen, aber als ich ankam, waren alle tot. Also haben Sie sich im Torpedolager versteckt? Nein, Sir. Ich wollte einen Torpedo abfeuern, um die Republik zu warnen. Ja. Aber jetzt sind Sie ja da. Tausend Dank für die Rettung. Schade um die guten Gene.
Was war denn das? Ja, ich hab's auch vergessen, was das wohl gewesen ist. Aloha. Ja, mach sie fertig. Oh, okay. Diese Dinger wollten mir ein Loch in den Kopf bohren. Elters, ich glaube, ich weiß, was mit 6-2 passiert ist. Eine Art Sammler-Droide. Achten Sie auf Interferenzen. Sammler-Droide? Suchen Sie weiter nach 6-2. Das soll keine Drei-Mann-Show werden. Loch in den Kopf bohren? Jetzt wird's aber gruselig. Okay. Erstmal den Weg offen. Verteidigt euch, Leute! Los, los, los! Genau, macht sie fertig. Wir haben hier einen toten Trooper, Deltas. Wie es aussieht, lauern auf diesem Schiff nicht nur Droiden. Weiter so, Kleiner. Egal, wer das Schiff gestohlen hat, er hat ja einiges geändert, Deltas. Der Flur zum Datenkern auf Achtern ist blockiert. Ich hoffe, Sie kriechen gerne, Sir. Wir müssen nämlich durch die Droidenzugangsschächte. Das ist der einzige Weg. Großartig. Vielleicht müssen Sie sich reinhacken. Okay. Machen wir das doch einfach mal. Ich muss nur die Zugangsbeschränkungen knacken. Ja, alles klar. Oh. Wieder ein paar Droiden für den Schrotthaufen. Okay, ich glaube, ich sollte mir schnell mal einen Bagdad-Tank suchen. Wo kommen die her? So, weiter geht's. Das Gute daran ist, dass man nicht alles wieder von vorne irgendwie einhacken muss, sondern schon echt teils gehackt hat, wenn man dann weggeht davon. Die Schächte müssen in die Nähe des Steuerbordkerns führen. Genau zu mir. Okay, warten Sie. Wir treffen uns am Kern. Das sind... Da sind Sie, Sir. Wir sind nah genug dran, um den Status das der sind diese Schächte für die Mausdroiden, wa? Wie lautet Ihre Position, 7? Ich bin im Steuerbord-Datenkern. In Ihrer Nähe müsste ein Sichtfenster sein. Oh. Na, hoffentlich ist da keiner mehr drin. Im Kopf oder so, ich meine, sowas hier aussieht. Und dann, doch, das wird wohl eine Blut-Mausdroide. Hallo. Lass mich rein. Ich will das nicht. Ich bin kein Mensch. Ich bin ein Droide. Mein Gehirn schmeckt nicht. Ah, da sind Sie. Ich bin in einer Minute bei Ihnen, sobald ich die Logdateien runtergeladen habe. Das war's. Jetzt... Moment, Interferenzen. Ah, super. Hätte ich durch, ne? Guck mal, kommt der nächste Kollege. Hören Sie mich? Was ist er denn? 4062, bitte melden. Halten Sie die Augen nach bewaffneten Gegnern offen. Hier sind Trandoshaner. Sie haben 07 erledigt. Delta Team, bitte melden. 38, 04. Achten Sie auf. In unserem Treppo. Alter. Daran kann ich mich irgendwie nicht mehr so dran erinnern. Die machen Ninja-Taktik mit mir. Sie passen nicht durch den Droidenzugang, Schalt. Da kriegen Sie mich nie. Wow. Sie sind also zu fett, ja? Oh. Was für eine fiese Falle, hör mal. Okay, okay. Kontrollpunkt wird gespeichert. Ich finde das nett. Die sind lang. Kommen, Mausdroiden. Ich verkleide mich einfach als Mausdroide. Was halten die davon? Nein, 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 nein. Ihr wollt mir gerade einen Kopf ein Loch bohren. Also ein Loch im Kopf. Ich bin ja schon angefreakt.
Na. Werden sind sie. Aber selbst dafür sind sie zu fett, um da durchzulaufen. Das ist eine kaputte Tür. Ja, warten wir ab. Okay. Oh. Kamikaze-Druiden. Lauf! Okay, habe ich noch was an Motivation in ihrem Start? Ja! Jetzt knallt's. Kollege, du hast da was verloren. Hör dich nicht. Er ist halb Klon, halb Druid. Oh. Ein Astromech. Hallo. Wie frech. Oh, hat ihn schon weggeschossen. Aber hier, der Blaster ist, glaube ich, heftiger am Start. Doch, einen habe ich erwischt damit. Ja, hier, da. Bulle, 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 bulle. Da hat immer die Fußnägel, Digga. Aha. Der tote Klon hat Motivation. Warte, was ist hier los? Okay. Granate. Ich hatte Granaten gehabt, du. Hör mal. Er hatte Granaten. Nein! What? Dir wird das Lachen gleich vergehen, Exe. Den hat er da oben und dann kaputt. Ja. Moment. Und die Astromech so, alles kein Problem so für euch, so, ne? Euch interessiert das alles nicht, ne? Wenn ihr mal helfen können. Ich meine, der R2-D2 hilft auch. Die Hexen müsst einsehen, dass ich noch gefährlicher bin als ihr. Das sollten die mal so einsehen. Wenn ich ins Gabon bin. Helfen die. Mit Schrotflinten? Ich hätte nicht gedacht, dass heutzutage noch jemand Projektilwaffen verwendet. Ja, sehr altertümlich. Schade, dass wir den nicht retten konnten, egal wie viel... ist weg. Jetzt ist er ist weg. Sein Blut ist geblieben, aber er ist weg. Rückzug! Ja, Sir! Ich helfe! Ja! Delta, die haben Minen. Nicht vergessen, die werden durch Bewegung ausgelöst. Wir müssen uns ducken, damit ihre Sensoren uns nicht orten und sie dann entschärfen. Nimm mit. Nimm mit. Wie nimmt man nochmal was mit? R? Nee. T. Doch normalerweise ist das doch F, aber die hier nicht. Okay. Hallo? Lässt mich hier durch? Nee, okay. Mog wieder so. Ja, wie. Ich mag. Genau. Jetzt haben wir Schrotmunition. Oder Schrot und Schrot. Alter. Aber ich habe das noch gesehen. Der hat ja unseren Kollegen hier oben platt gemacht, ne? Stimmt. Bagdad ist gut. Wo ist der hin? Okay. Ha. Oh. Hier, fuck mal auf. Oh, ich geh schon wieder hier. Oh, was ist das? Hab ich überhaupt... Hab ich erwischt? Nee. Ihr Loser. Oh, noch mehr. Darf ich gerne sterben? Was für ein Gemetzel im entführten Sternzerstörer. Ups.
Okay, sollten wir da irgendwas machen oben an dieser Konsole? Wahrscheinlich, ne? Gleich hab ich's. Ich wünschte, Fixer wäre hier. Das ist seine Spezialität. Ja, wir scheinen Aufzeichnungen über alles zu haben, was passiert ist, seit das Schiff offline ist. Logdateien gesichert. Merkwürdig. Eine Datendatei. Aber kein republikanischer Code. Das müssen wir in die Zentrale bringen. Das ja, müsste das der schon. Zugang zum Datenkern auf Achtern sein. Piep, 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 piep. Okay. Es ist vollkommen zerstört. Wie konnten Sie so schnell so großen Schaden anrichten? Alles recht. Die Geschütztürme sind aktiv. Wenigstens sind sie im Moment auf unserer Seite. Wenn die Echsen die Konsole hacken können, ist hier bald die Hölle los. So. Jetzt wollen wir ein paar Leute retten. Wow, die waren mal auf unserer Seite. So, Kinderchen, wir haben ein paar Klone retten können. Hoffe ich doch. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Und möge die Macht mit euch teilen.